Ist es erlaubt für eine Frau, dass sie arbeitet? Ist es erlaubt für eine Frau, dass sie arbeitet? Al-Asl, das heißt im Ursprung darf sie arbeiten. Nur hat diese Arbeit was Bawabit, das heißt Bedingungen. Was denkt ihr, was sind solche Bedingungen? Wenn eine Frau arbeiten geht. Na. Bitte? Ja, das ist sowieso klar. Das darf auch ein Mann nicht arbeiten. Zu dem Punkt kommen wir gleich. Was sind Dawabit? Hm? Wie geht eine Frau raus? Bedeckt. Die Frau darf nicht aus dem Haus herausgehen, außer bedeckt. Bei uns die muslimischen Frauen. Wir zwingen das nicht den anderen Frauen auf. Das gilt für unsere muslimischen Frauen. Wir reden über unsere Religion. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wir haben eine Religion mit Regeln. Möge Allah uns auf dieser Religion befestigen. Sie geht von dem Haus heraus, in dem sie was ist? Bedeckt ist. Sie darf sich nicht parfümieren, ausschmücken. Und wenn sie zur Arbeit gehen möchte, das heißt, wenn sie arbeiten möchte, gibt es weitere Dinge, die sie erfüllen muss. Diese Arbeit, wenn sie dorthin geht, sie geht zwar raus mit Hijab, das machen einige, aber was machen sie bei der Arbeit? Sie ziehen den Hijab aus. Das darf sie nicht machen. Die Frau ist verpflichtet, wenn sie draußen ist, unter Männern, die nicht ihre Maharim sind, dass sie sich bedeckt. Und das gilt nicht nur für draußen. Wenn sie auch bei der Arbeit ist, muss sie sich bedecken. Und dann kommt ein weiterer Punkt, der wurde genannt. Al-Ikhtilat. Dass es keine gewaltige Mischung zwischen Männern und Frauen gibt. Weil das führt zum Unheil. Einer der Edlen wurde einmal gefragt, wie findest du es, wenn wir eine Universität gründen, wo Männer und Frauen gemischt miteinander studieren? Er sagte, ich befürchte, dass wir neben dieser Universität ein Krankenhaus erbauen müssen mit einem gewaltigen Kreissaal, damit wir die Kinder zu Bett bringen. Haben wir das verstanden? Natürlich, weil was wird dort betrieben? Sinna ohne Ende. Deswegen, das hat Dawabit, das hat Bedingungen, wenn eine Frau zum Arbeiten herausgeht. Aber jetzt die Frage, warum geht eine Frau arbeiten? Für sich, um etwas Geld zu sparen oder um den Mann zu ernähren? Weil es gibt ja welche, die haben extra langen Schnurrbart und drehen da dran den ganzen Tag. Und schicken ihre Frau um 2 Uhr oder 3 Uhr morgens zur Arbeit. Und diese Ärmste verdient Geld, damit dieser, und verzeiht mir den Ausdruck, nichts nutzt, zu Hause weiter sitzen und 10 Stunden schlafen kann und nichts mit seinem Leben anfängt. Erstmal, so eine Frau respektiert diesen Mann überhaupt nicht, auch wenn sie es ihm nicht sagt. Zweitens, Allah Azza wa Jal sagt, die Männer sind verantwortlich für die Frauen. Dafür, dass Allah die einen vor den anderen bevorzugt hat. Allah hat die Männer vor wen bevorzugt? Von den Frauen. Warum? Und deswegen, weil sie von ihrem Geld ausgeben. Das ist der Grund. Das heißt, warum hat Allah Azza wa Jal die einen vor den anderen bevorzugt? Allah sagt das. Weil der Mann die Verantwortung trägt und er versorgt die Familie. Selbst wenn die Frau einen reichen Vater hat, der ein König ist, ist nicht der Vater für sie verantwortlich, sondern der Ehemann. Er muss sie versorgen. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yati. Jeder von euch ist ein Schafshirte, sagte der Prophet zu den Männern, und jeder von euch ist verpflichtet für seine Schafsherde, bedeutet für seine Familie. Das ist alles. Wenn sie arbeiten geht mit diesen Bedingungen und sie hält sie ein, dann inshallah ta'ala liegt keine Sünde auf der Frau. Dann liegt keine Sünde auf die Frau.
Aber der Mann ist verantwortlich für das, was Allah Azza wa Jal hier auch uns im Koran gesagt hat. Es gibt Leute, denen gefällt diese Ayah nicht. Sind diese zufrieden mit Allah? Wird Allah dann zufrieden mit ihnen sein? Es gibt Leute, wallahi, die mögen die Ayat Allahs nicht. Wie die Kuffar damals schon gesagt haben zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah erwähnt das im Koran, ائتي بقرآن غير هذا أو بدل. Komm uns mit einem anderen Koran als den Koran, mit dem du zu uns gekommen bist, oder änder ihn. Sie sagen, wir sind zufrieden mit dem Koran, nur diese Ayat. Weil wenn du nicht zufrieden bist mit den Ayat Allahs Azza wa Jal, dann bist du kein Muslim. Ein Muslim ist mit ganzem Herzen Muslim. Ya ayyuhal ladhina amanu dukhulu fi silmi kaffa. O ihr, die ihr glaubt, tretet vollständig in die Religion herein. Wa la tattabi'u khutuwati shaytan. Und folgt nicht den Schritten des Shaytan. Was bedeutet diese Ayat? Du akzeptierst alles von der Religion Allahs, selbst wenn du es nicht praktizieren kannst. Wenn ich euch sage, das ist Koran, das ist Sunnah, akzeptierst du das? Du sagst ja. Kannst du alles praktizieren? Du sagst nein. Aber ich akzeptiere das. Aber dass du anfängst, diese Ayah ja und diese Ayah nein.